Hallo, mein Name ist Justin Armitage und ich möchte Ihnen heute die Arbeit von Paul Goossens, dem Vizepräsidenten für Engineering Solutions bei Mimplesoft, vorstellen. Ich möchte Ihnen einige Beispiele für technische Herausforderungen in der Entwicklung zeigen, vor denen viele unserer Kunden stehen und warum sie sich an uns wenden, um Ihnen bei der Lösung zu helfen. Lassen Sie uns zuerst über einige dieser Herausforderungen reden. Viele technische Organisationen stehen bei der Entwicklung und Lieferung neuer Produkte vor erheblichen Herausforderungen. Dazu gehören die Entwicklung entscheidender, häufig grundlegender, konstruktiver Probleme in späten Entwicklungsstadien, die zu unvorhergesehenen Kosten und Verzögerungen beim Projekt führen, erhebliche Terminüberschreitungen durch derartige Verzögerungen und somit zusätzliche Kosten, insbesondere wenn die konstruktiven Probleme während der Prototypen- oder Integrationsphase zutage treten und bereits reale Hardware im Spiel ist. Ausfälle und Kundendiensteinsätze vor Ort nach der Installation und Betriebnahme eines Systems wegen unvorhergesehener Schwächen, die zu Produktionsausfällen führen und so äußerst kostspielig werden und die Rentabilität des Unternehmens bedrohen. Viele dieser Probleme entstehen dadurch, dass bei der Entwicklung komplexer Systeme mehrere Gruppen beteiligt sind, die sich jeweils auf ihr Untersystem konzentrieren und mit ihren speziellen Werkzeugen und Methoden überprüfen, ob ihre Entwicklung den Systemspezifikationen entspricht. Daher treten viele Probleme erst beim Bau von Prototypen oder sogar in der Endmontage auf. Das ist der Grund dafür, dass viele technische Organisationen zunehmend Modellierungen auf Systemebene einsetzen und unsere Kunden das Team von Mimplesoft Engineering Solutions heranziehen, um ihnen bei der Implementierung dieser Methodik während der Entwicklung ihrer neuen Produkte zu helfen. Mit der Kombination aus MapleSim für die Simulation auf Systemebene, Maple für die Untersuchung und Optimierung von Parametern, unseren Fähigkeiten zur Erzeugung leistungsfähigen Modellcodes und unsere Erfahrung bieten wir unseren Kunden eine Komplettlösung für diese anspruchsvollen technischen Entwicklungsprobleme. Insbesondere haben wir unseren Kunden geholfen bei Überprüfung und Optimierung von Produktentwicklungen. Auf einer hohen Ebene ist es durch die Entwicklung hochgenauer mathematischer Modelle vorgeschlagener Systeme möglich, virtuelle Prototypen zu bauen, um das Verhalten des Systems zu untersuchen, eventuelle Fehler in der Entwicklung zu erkennen und diese früh im Entwicklungsprozess anzugehen. Dies hilft den Kunden nicht nur bei der Antwort auf die Frage, wird sich mein System wie vorgesehen verhalten, sondern sie können auch weitergehen und mit Hilfe von Parameterstudien, Empfindlichkeitsanalysen und rigorosen Optimierungstechniken die Frage, wie kann ich es besser machen, beantworten. Physikbasierte Simulationen auf Systemebene. Um etwas weiter in die Einzelheiten zu gehen, viele Hersteller entwickeln Produkte, die aus mehreren Untersystemen, häufig aus verschiedenen technischen Gebieten, bestehen. Zum Beispiel Mechanik in Verbindung mit elektrischen und hydraulischen Aktuatoren, gesteuert durch eine Elektronik, wobei alles Wärme erzeugt, die berücksichtigt werden muss. Häufig treten konstruktive Probleme erst dann zutage, wenn diese Untersysteme in der Prototypenphase erstmals zusammengefügt werden. In dieser Phase sind konstruktive Änderungen zur Lösung dieser Probleme bereits sehr kostspielig. Mit Hilfe von MapleSim können wir einen virtuellen Prototypen des Gesamtsystems erstellen, mit dessen Hilfe eventuelle Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit der Untersysteme deutlich früher erkannt und zu einem Bruchteil der Kosten behoben werden können. Viele unserer Kunden haben angegeben, dass sie allein durch diesen Schritt Hunderttausende bis zu Millionen Dollar gespart haben. Die Entwicklung des Modells ist jedoch kein Selbstzweck. Wenn unsere Kunden anhand des Modells erst einmal ein gutes Verständnis des wahrscheinlichen dynamischen Verhaltens des Systems bekommen haben,
verfügen Sie nun über eine umfassende parametrische Definition dieses Verhaltens durch die symbolisch erzeugten Bewegungsgleichungen. Diese können in Maple übernommen werden und unser Team hat für unsere Kunden eine Vielzahl von Analyse- und Berechnungswerkzeugen entwickelt. Für viele unserer Kunden besteht das letztliche Ziel darin, das umfassend optimierte Modell mit Hilfe unserer Fähigkeit zur automatischen Codeerzeugung in ihre bestehende Werkzeugkette einzubringen. Häufig lässt sich ein Modell mit allen Einzelheiten selbst mit unserem optimierten Code nicht in Echtzeit ausführen. Für diese Fälle verfügen wir über Werkzeuge zur rigorosen Vereinfachung des Modells, mit denen sich die Leistung des Codes bei geringstem Verlust an Genauigkeit erhöhen lässt. Davon ausgehend gibt es ein wachsendes Interesse an formellen Methoden zur Vereinfachung von Modellen. Es gibt in der Engineering Solutions Gruppe eine in Vollzeit tätige Gruppe für fortgeschrittene Forschung, die von verschiedenen Kunden bei längerfristigen Projekten zur Untersuchung des Einsatzes symbolischer Techniken bei der Reduzierung der Ordnung von Modellen und anderen Verfahren zur Vereinfachung, insbesondere bei Anwendungen zur prädiktiven Steuerung von Modellen, herangezogen worden ist. Ohne in die Einzelheiten unserer Kunden zu gehen, hier einige Beispiele von Projekten, die wir abgeschlossen haben. Für ein Robotikunternehmen haben wir ein detaillierteres Modell des Produkts sowie eine Reihe analytischer Entwicklungswerkzeuge für die Planung von Pfaden und Aufgaben, die Bemessung von Aktuatoren und die Entwicklung von Steuerungen erstellt. Unsere physikbasierten Batteriemodelle sind von vielen Kunden für Lastanalysen, Vorhersage der Auswirkungen verschiedener Lastzyklen auf das Lade-Entladeverhalten der Batterie, Studien zum thermischen Runaway und Hardware-in-the-Loop-Tests von Batteriemanagementsystemen eingesetzt worden. In diesem Zusammenhang können wir Erkenntnisse und Werkzeuge beisteuern, die bei der Entwicklung elektrischer Aktuatoren und ihrer Ansteuerung geholfen haben. Ein Bereich, in dem wir unsere Kunden entscheidend voranbringen könnten, ist die Analyse dynamischer Lasten. Besonders bei Maschinen mit komplexer Mechanik kann es schwierig sein, die impulsförmigen Belastungen durch die unterschiedliche Trägheit der mechanischen Komponenten zu bestimmen. Diese Lasten in den Griff zu bekommen, hilft dabei, eine Überlastung der Aktuatoren zu vermeiden, um bei der Auswahl der Komponenten für die Entwicklung Kosten zu sparen. Außerdem liefert sie realistischere Belastungsdaten für finite Elemente, Werkzeuge zu detaillierteren Struktur- und Schwingungsanalysen. Wir haben vielen Kunden dabei geholfen, diese Ebene der dynamischen Analyse in ihren Entwicklungsprozessen zu implementieren. Hierzu gehört die Entwicklung von Werkzeugen für die Analyse der Ordnungen in großen Antriebssträngen und die Bedämpfung von Schwingungen sowie Eigenwertstudien für die Stabilitätsanalyse von Neuentwicklungen mit flexiblen Elementen. Bei einem jüngsten Projekt hatte unser Kunde Probleme mit der Überhitzung von Aktuatoren in einer komplexen Produktionsanlage. Wir konnten nachweisen, dass die Impulsbelastungen durch die Trägheit der Mechanik die sicheren Grenzen des Motors überstiegen. Dies war nur mit Hilfe einer dynamischen Analyse der Mechanik möglich und deshalb nicht erkannt worden, weil die Ingenieure nur statische Lastanalysen durchgeführt hatten. Nicht nur das, wir haben darüber hinaus ein Werkzeug entwickelt, das ein Drehzahlprofil definieren könnte, mit dem die Mechanik während der Spitzenbelastungen durch die Trägheit etwas verzögert wird, um die Belastung des Motors in den zulässigen Grenzen zu halten. Auf diese Weise könnten unsere Kunden das Problem mit einer einfachen Änderung an der Steuerung beheben, ohne mit hohen Kosten einen größeren Motor nachzurüsten. Seither setzt er diese Technik bei einer neuen Maschine ein, was zu einer Zuverlässigkeit von 100% und null Kosten für Reparaturen vor Ort geführt hat. Wenn Sie glauben, dass diese Art von Lösungen für Ihre Organisation von Nutzen sein könnte, werden wir Ihnen gerne dabei behilflich herauszufinden, was Sie erreichen wollen, wie wir es zusammen erreichen können und wie wir den Erfolg dessen messen.
Um eventuelle Risiken so gering wie möglich zu halten, arbeiten wir mit einem strukturierten Prozess zur Definition des Projekts. Wir beginnen mit einer detaillierteren Anforderungsanalyse der Definition eines Pilotprojekts, das die Machbarkeit nachweist und gewährleistet, dass das Hauptprojekt erfolgreich ist. Einem sorgfältig in Phasen unterteilten Projekt, das unter regelmäßiger Kommunikation mit ihren Mitarbeitern ausgeführt wird. Und schließlich der Umsetzung der Lösung in ihren bestehenden Entwicklungsprozessen mit einer Schulung, um die Inhouse-Kompetenzen zur effizienten Anwendung dieser Lösung zu entwickeln. Zum Schluss möchte ich Ihnen die Aussage eines unserer Kunden F.L. Schmidt mit auf den Weg geben. Wir haben mit deren technischem Entwicklungsteam während der letzten beiden Jahre zusammengearbeitet und Lösungen für sie erstellt, mit deren Hilfe sie sehr viel bessere Einblicke in das dynamische Verhalten ihrer Entwicklungen bekommen haben. Wir können ihnen helfen, verschiedene Entwicklungsprobleme lange vor dem ersten Prototyp zu lösen und damit allein bereits erhebliche Kosten einzusparen. Mit dem erfolgreichen Abschluss vieler Projekte für unsere Kunden haben wir gezeigt, dass MeepleSim und Meeple äußerst wertvolle Werkzeuge für die Entwicklung und Analyse in frühen Projektstadien sind. Das Team von MeepleSoft Engineering Solutions könnte detaillierte Systemmodelle und leistungsfähige Analysewerkzeuge liefern, die dabei geholfen haben, Entwicklungsrisiken zu verringern, bessere Produkte zu schaffen und diese schneller auf den Markt zu bringen. Danke, dass Sie dieses Webinar heute angesehen haben. Wenn Sie mehr über MeepleSoft Engineering Solutions erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.meeplesoft.com. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, um jederzeit über neueste Entwicklungen und Updates von MeepleSoft informiert zu werden.